Sabiha Boularus, ich bin keine Ehebrecherin. Sabiha Boularus, auf ihre frühere Freundin Sophie Mais ist sie nicht mehr gut zu sprechen. Quelle, Imago. Global Gladiators ist am Donnerstagabend in die zweite Staffel gestartet und direkt fliegen die Fetzen. Sabiha Boularus hat heftig gegen ihre einstige Freundin Sophie Mais ausgeteilt und deren Krebserkrankung als Lüge bezeichnet. Mit Sänger Ben, Schauspielerin Jana Palaske, Model Miriam Höller, Ex-Dschungelcamper Drewy Heindle, Schauspieler Manuel Cortez, Rapperin Sabrina Setlur, Sänger Lukas Cordalis und Tänzerin Sabiha Boularus haben 8 Promis den umgebauten Frachtcontainer von Global Gladiators bezogen. Neben dem Kampf um die besten Schlafplätze und einigen Spielen steht in der ersten Folge jedoch Sabiha Boularus im Mittelpunkt. Die Kandidaten: Sänger Ben, Schauspielerin Jana Palaske, Model Miriam Höller, Sänger Drewy Heindle, Schauspieler Manuel Cortez, Rapperin Sabrina Setlur, Sänger Lukas Cordalis und Tänzerin Sabiha Boularus. Quelle: ProSieben. Richard Hübner. Richard Hübner, die 40-Jährige, wurde der Öffentlichkeit als beste Freundin von Moderatorin Sophie van der Vaart, heute Sophie Mais, bekannt. Doch ihre Freundschaft fand ein unschönes Ende, als Sabiha sich mit Sophies Ehemann Raphael van der Vaart einließ. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht, die nie wirklich aufgeklärt wurde, bis jetzt. In der Primetime-Show von ProSieben hat die dreifache Mutter jetzt ausgepackt und insbesondere Sophie schwer belastet. Sabiha erklärt, sie waren schon lange getrennt, bevor ich mit Raphael zusammengekommen bin. Ich bin keine Ehebrecherin. Und Sophie wusste Bescheid, bevor ich und Raphael ein Paar wurden. Sie hat ihren Segen dazugegeben. Sie hat gesagt, sie würde sich so freuen und sie mag mich als ihre Freundin so sehr. Und wenn wir mal ein Kind haben sollten, würde sie gerne die Patentante sein. Doch damit nicht genug. Die Hamburgerin unterstellt Sophie Mais noch ganz anderen Dinge. Sie hat gesagt, wenn das einmal öffentlich wäre, würde sie mich sofort decken. Und der Aussage habe ich natürlich vertraut. Ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass es nicht so sein könnte. Sophie Mais und Sabiha Boularus, sie waren einmal beste Freundinnen. Quelle, Imago. Auch die Brustkrebserkrankung der Niederländerin zieht Sabiha Boularus in Zweifel. Einige Menschen gehen sogar so weit, eine Krankheit zu erfinden, um sich damit zu profilieren. Es ist tatsächlich so, wie ich es beschrieben habe. Ich kenne einfach niemanden, der Brustkrebs hat. Bleibt abzuwarten, ob sich die frühere Let's Dance-Moderatorin zu den Vorwürfen äußern wird.